Herzlich willkommen bei einem kleinen Videotutorial zum Thema RSS. Wie ich das in meinem kleinen Blogbeitrag schon angekündigt habe, würde ich euch gerne noch einmal per Video zeigen, wie ihr eure Gruppenfeeds per RSS abonnieren könnt. Dazu befinde ich mich hier natürlich schon auf der richtigen Seite von unserem Seminarblog. Gehen wir einmal auf die Startseite. Und wie bereits angekündigt, befinden sich die RSS-Feeds jeweils im Footer der Seite. Das bedeutet ganz unten drunter. Scrollen wir hier mal runter. Dann sehen wir, aha, 7 Feeds. Das heißt 7 unterschiedliche Gruppen. Und ihr seht hier das kleine orange Symbol. Mein Browser, Google Chrome, sagt mir schon direkt, dass man diesen Link auslesen kann. Allerdings ergibt sich ein kleines Problem bei Chrome. Klicken wir drauf, sehen wir sowas. Wenn man es weiß, erkennt man hier auch den Inhalt eines RSS-Feeds. Allerdings kann hiermit eigentlich niemand was anfangen. Und wir müssen nochmal zurück. Okay, wie bereits geschrieben, wenn ihr den RSS-Feed nicht mit einem Klick auf das kleine orange Symbol hier abonnieren könnt, müsst ihr einen kleinen anderen Weg gehen. Das heißt, ihr klickt das kleine orange Symbol mit der rechten Maustaste an und wählt die Option aus, dass ihr die Adresse des Links kopieren wollt. Bei Firefox heißt das auch noch ein bisschen anders und im Internet Explorer sowieso und Safari bestimmt auch. Allerdings darauf kommt es an, Link kopieren. Und wo ist der Link jetzt? In der Zwischenablage. Zwischenablage kann man zum Beispiel hier sehen. Nein, das ist jetzt genau die Adressleiste für die URL, aber immer wenn man eine Möglichkeit hat, irgendwo Text einzutippen, kann man mit der rechten Maustaste ein Kontextmenü öffnen und hat da immer die Option, irgendetwas einzufügen. Zum Beispiel hier jetzt auch. Ich habe gerade den Link kopiert, klicke hier auf Einfügen. Aha, fügt sich dieser Link hier ein. Und dieser Link ist halt das, was wir brauchen, wenn wir die Gruppe abonnieren wollen. Also öffnen wir mal einen Feedreader. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier den Google Reader. Benutze ich auch privat ganz gerne. Ja, falsche Gruppe. Melde ich mich mal mit meinem Account an. Ja, und ich möchte jetzt diesen Feed abonnieren. Also klicke ich auf Abonnement hinzufügen. Und hier fragt er mich direkt nach einer URL. Und das ist halt genau das, was ich meinte. Abonnement hinzufügen und in die Zeile, wenn er nach der Adresse fragt, rechtsklicken. Einfügen wählen und hinzufügen. Aha! Hier unten sieht man es jetzt. Gruppe aktuell hinzugefügt. Sie haben diesen Feed noch nicht abonniert. Na gut, der Google Reader erkennt es ein bisschen genauer. Muss ich noch einmal abonnieren sagen. Und ich habe ihn abonniert. Tada! Gruppe Sprachen. Und ich sehe jetzt hier alle Teilnehmer. Zum Beispiel die Kleefrau, die blockt ziemlich viel. Es gibt allerdings natürlich nicht nur die Möglichkeit, mit dem Google Reader RSS-Feeds zu abonnieren. In der Tat gibt es garantiert hunderte Programme, mit denen man das kann. Es gibt da einen schönen Artikel bei Mashable, den ich auch in meinem Blogbeitrag verlinkt habe, kann ich hier mal kurz aufrufen, der sich noch sehr intensiv mit dem Thema RSS beschäftigt. The Ultimate RSS Toolbox, 120 plus RSS Resources. Da findet man zum Beispiel jede Menge Reader, zum Beispiel für Windows. Und hier sehen wir auch zum Beispiel Thunderbird, das stelle ich euch gleich mal vor. Oder auch so bekannte Sachen wie den Feed Demon, Active RSS Reader.
jede Menge Sachen zum Ausprobieren. Auch für macOS oder für Linux. Gewisse Cross-Plattform-Sachen, die dann meistens auf Java basieren, die man dann auf jedem Betriebssystem eigentlich benutzen kann. Webbasierte RSS-Reader, wie zum Beispiel der Google Reader, den ich euch vorhin gezeigt habe. Mobil, man kann auch mit vielen Handys RSS-Feeds abonnieren. Würde ich euch allerdings nicht empfehlen, solange ihr keine Daten-Flatrate habt. Sonst macht das nämlich gar keinen Spaß. Ah, und noch eine nette Sache, die eventuell für euch auch in Betracht kommt. Es gibt auch Dienste, die RSS als E-Mails verschicken. Soll heißen, man gibt die Feed-URL ein, seine eigene E-Mail-Adresse und bekommt die dann immer zugesandt. Plugins für Firefox, Statistiken, das ist jetzt gleich nicht mehr ganz so interessant. Eher als weiterführende Informationen. Und noch mehr, und noch mehr, und noch mehr. Oh, ein ewig langer Artikel. Okay, aber ich wollte euch Thunderbird zeigen. Weil mit Thunderbird kann man auch RSS-Feeds abonnieren. Das geht so. Ich auf Extras, Content-Einstellungen. Möchtet unter Kontenaktionen ein neues Konto hinzufügen. Aber kein E-Mail-Konto, sondern ein anderes Konto. Und hier steht schon Blogs und Newsfeeds. Genau, das wollen wir. Ein Klick auf Weiter fragt uns nach einer Kontenbezeichnung. Es ist ziemlich egal, was hier steht. Nochmal auf Fertigstellen. Und wir können hier das neue Konto entdecken. Wenn wir hier auf Abonnements verwalten klicken, kommen wir auf die entsprechende Ansicht, wo wir dann auch endlich unsere Feed-URL hinzufügen können. Mit einem Klick auf Hinzufügen. Und hier wird wieder nach der Feed-URL gefragt. Gehen wir nochmal kurz zurück auf unseren Seminarblog. Ich hatte gesagt, die Feed-URL bekommt ihr, wenn ihr rechts auf diese kleinen orangen Icons klickt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Gruppe Zeitmanager. Bewegen die Maus rechts über das kleine orange Icon. Bewegen den Mauszeiger über das kleine orange Icon. Klicken rechts. Wählen Linkadresse kopieren. Gehen zurück zu Thunderbird. Gehen in die Adresszeile bzw. diese Eingabezeile. Klicken rechts, wählen Einfügen und haben die entsprechende URL hier drin. Klicken auf OK. Hier sehen wir schon, die Feeds werden gelesen. Ja, genau, Thunderbird hat alle Feeds gefunden. Das heißt, wir können hier den Dialog schließen, zurück zu Thunderbird gehen. Okay. Und mal schauen, was hier passiert ist. Blogs und Newsfeeds. Kleiner Klick auf den Pfeil zeigt uns, aha, wir haben die Gruppe Zeitmanagement abonniert. Und 20 Beiträge, die wir noch nicht gelesen haben. Klicken wir hier drauf. Sehen wir, dass Rita am 12.04. einen Hallo Welt-Beitrag geschrieben hat, beziehungsweise auch nicht geschrieben hat. Wir können das Ganze nach Datum sortieren. Dann haben wir oben die aktuellsten Ergebnisse. Und sehen Svenjas Beitrag. Ach ja, Svenja hat über LaTeX geschrieben und hat jetzt beschlossen, mit QuantTech zu arbeiten. Hier sehen wir den Link zum Blogbeitrag. Klicken drauf. Aha, hier sind wir. Und können direkt einen Kommentar verfassen. So. Das war mein erstes Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen beim Thema RSS. Und ich denke mal, dass ihr das jetzt schafft, eure RSS-Feeds zu abonnieren. Und auch wenn ihr andere Programme verwenden wollt, ist das gar kein Problem. Denn im Prinzip funktioniert das überall gleich.
Link kopieren und in die entsprechenden Feed-Reader einbauen und fertig. Normalerweise ganz einfach.